Was ein vergnüglicher Sommertag werden sollte, endete in einer Tragödie, als Caleb Schwab die höchste Wasserrutsche der Welt hinunterstürzte. Das Floß stürzte in die Tiefe und prallte gegen eine Metallstange, die das Sicherheitsnetz trug, was zu seinem schrecklichen Tod führte. Aber hätte sein grausamer Tod verhindert werden können? Wie überlebt man die tödlichste Wasserrutsche der Welt? Diese Rutsche war wie keine andere. Sie war höher als die Niagara-Fälle. Die Rutsche lässt dich aus einer Höhe von 51,5 Metern fallen und du erreichst Geschwindigkeiten bis zu 113 Stundenkilometer. Du möchtest langsamer werden, aber das Bremssystem funktioniert nicht. Und das ist nur eine der vielen Fehlfunktionen, die die Verrückt zur tödlichsten Wasserrutsche der Welt macht. Welcher Sicherheitsmechanismus erwies sich als der gefährlichste Teil der Rutsche? Was war der riskanteste Sitzplatz? Warum sollte man sich vor Klebeband hüten? Jedes Fahrgeschäft in einem Vergnügungspark birgt Risiken, aber kennst du folgende Konstruktionsfehler der Verrückt? Überlegst du dir zweimal, ob du nochmal einsteigst. Nummer 5. Hastige Konstruktion. Die Bahn trägt zwar einen deutschen Namen, wurde aber viel schneller gebaut als der BER, aber mit ähnlich vielen Mängeln. Jeffrey Henry ist der Mitbegründer von Schlitterbahn, dem Vergnügungspark in Kansas City, in dem die tödliche Wasserrutsche stand. Im November 2012 wollte er für eine Fernsehshow über Wasserparks ein Fahrgeschäft bauen, das aufregender war als alle anderen. Verrückt wurde in nur 5 Wochen konzipiert, während der Bau von Attraktionen dieser Größenordnung normalerweise mehrere Monate benötigt. 2014 eröffnete die Wasserrutsche und wurde in der Show gezeigt. Ein großer Besucheransturm sollte die Produzenten der Serie beeindrucken. Und das hat auch geklappt. Nummer 4. Keine funktionierenden Sicherheitsmechanismen. Nur eine Woche vor der Eröffnung informierte die Prüffirma den Park über die Risiken. Flöße könnten bei ihrem Sturz in die Tiefe abfliegen und die Fahrgäste tödlich verletzen. Ein mit Metallstangen befestigtes Netz sollte dies verhindern. Das Netz wurde jedoch zu einem Problem, da die Flöße immer wieder über die Seiten kippten und die Gäste den Stangen gefährlich nahe kamen. Viele Fahrgäste schilderten, dass sie das Netz trafen und die Sicherheit in Frage stellten. Nummer 3. Keine Mindestaltersbeschränkung. Caleb starb am 7. August 2016. Dieser schreckliche Unfall führte zur Schließung der gefährlichen Wasserrutsche. Aber es war nicht der einzige Vorfall. Mindestens 13 weitere Personen erlitten Gehirnerschütterung, Schnittwunden und Knochenbrüche. Caleb war 10 Jahre alt, obwohl das empfohlene Mindestalter für eine solche Fahrt 16 Jahre ist. Ursprünglich hatte der Park beschlossen, dass die Fahrgäste mindestens 14 Jahre alt sein müssen, aber kurz vor der Eröffnung wurden alle Beschränkungen willkürlich aufgehoben. In Parks gibt es aus zahlreichen Sicherheitsgründen Regeln und Vorschriften zu Körpergröße und Gewicht. Solltest du keinen Aushang sehen, lass die Finger davon. Nummer 2. Gewichtsverteilung ignorieren. Vor der Öffnung wurde Verrückt für Gäste mit einem Gesamtgewicht von bis zu 250 Kilogramm getestet, aber nicht für die Verteilung dieses Gewichts auf die 3 Sitze eines Floßes. Die ungleiche Gewichtsverteilung auf dem Floß von Caleb könnte zu der Katastrophe beigetragen haben. Er wog nur 33 Kilogramm und saß auf dem Vordersitz nach Anweisung des Personals. 2 Erwachsene wurden auf die beiden hinteren Sitze gebeten. Das höhere Gewicht im hinteren Teil drückte die Nase des Floßes nach oben, sodass es über die Kante in Richtung des Netzes geschleudert wurde. Nummer 1. Schlechte Wartung. Verrückt verstieß gegen mehrere Normen des amerikanischen TÜVs. Es war ein Paradebeispiel dafür, wie das Sparen an der falschen Stelle und eine Missachtung von Sicherheitsmaßnahmen tödliche Folgen haben können. Das Bremssystem der Rutsche war zuvor bereits 29 Mal ausgefallen. Auch die Sicherheitsgurte mit Klettverschluss waren ein Problem. Zudem waren einige der Gurte nicht nur beschädigt, sondern mit Klebeband repariert worden. Solltest du jemals vor einer Rutsche stehen, die heruntergekommen aussieht und deren Sicherheit du anzweifelst, vertraue deinem Instinkt und lass es sein. Aber es ist Sommer und man möchte sich den Spaß gönnen. Die lange Schlange weist doch auf ein sicheres Fahrgeschäft hin, oder?
Ab geht die Fahrt, unglaublich schnell, und plötzlich ist ein Sturz unvermeidlich. Weißt du, wie du reagieren musst, um das zu überleben?